Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir zeigen, wie du in Google Sheets Zeilen und Spalten fixieren kannst. Viel Spaß! Für das Video habe ich hier eine Tabelle vorbereitet und zwar auf der linken Seite in der Spalte stehen Sprung 1 bis 50 circa. Und rechts stehen hier einfach mal zufällige Zahlen mit verschiedenen Werten, wie beispielsweise Höhe, Weite, Luftfeuchtigkeit, welche Schuhe man hat, Untergrund, Stand des Mondes, die Geschwindigkeit. Die Zahlen ergeben dazu jetzt keinen Sinn, die sind einfach nur zufällig ausgewählt. Aber wir haben hier eine Tabelle, die einmal oben eine Zeile hat, in der verschiedene Werte stehen und einmal auf der linken Seite hier die einzelnen Sprünge aufgelistet. Und wir sehen auch, ich gehe einmal auf 50%. Die Tabelle ist relativ groß und wenn wir jetzt hier auf 200% ranzoomen, dann sehen wir haben unten und rechts noch Sprünge und sowohl auch Daten offen, die wir noch nicht angezeigt, also die wir einfach nicht sehen. Und das Problem ist beim Fixieren, wenn ich jetzt hier runter scrolle, dann sehe ich nicht mehr, welche Zeile davon war jetzt die Höhe, welche Zeile davon war die Geschwindigkeit. Da kann man sich schnell vermachen. Genauso, wenn ich dann nach rechts scrolle, sehe ich auch nicht mehr, wenn ich jetzt hier unten bin, ist das jetzt Sprung 25 oder Sprung 37. Das sehe ich dann nicht mehr. Und genau das kann man mit Zeilen fixieren einstellen. Ihr geht hier oben auf Ansicht und fixieren und fixiert dann einmal die Zeilen. Das könnt ihr hier oben machen und darunter könnt ihr Spalten fixieren. Da gehen wir jetzt einmal auf eine Zeile fixieren. Dann seht ihr schon, jetzt wurde hier dieser graue Streifen eingefügt. Und wir sehen, wenn wir runterscrollen, bleibt die erste Zeile der Tabelle fest. Das heißt, sie ist fixiert. Und egal wie weit wir runterscrollen, die steht immer da und wir können immer sehen, aha, diese Spalte hier ist die Luftfeuchtigkeit mit den entsprechenden Werten. Und genau das können wir auch für die Spalte machen. Das heißt, wir gehen wieder auf Fixieren, Ansicht, Fixieren und sagen dann eine Spalte. Und dann sehen wir, wenn wir jetzt nach unten scrollen, bleibt sowohl die erste Zeile fixiert und wenn wir nach rechts scrollen, bleibt auch die erste Spalte fixiert. Und das ist großartig, da wir nun immer, egal wo wir in der Tabelle sind, können jetzt uns auch mal vorstellen, das sind noch mehr Werte. Und die Tabelle wäre noch größer, dann können wir immer sehen, okay, wenn ich jetzt hier mir diese Zahl angucke, diese 0,44, aha, das ist von Sprung 30 die Uhrzeit. Ja, das ist jetzt, die Zahlen sind wie gesagt nur zufällig, aber um die Sache zu erklären, was man damit machen kann, ist das ganz gut. Und ihr könnt auch natürlich noch mehr Zeilen und mehr Spalten fixieren. Je nachdem, wie ihr das möchtet. Es könnte ja auch sein, ihr habt hier Zeile 1 bis 5, habt ihr wichtige Sachen stehen, die ihr immer braucht, egal wie weit ihr nach unten scrollt. Und das könnt ihr auch machen. Google Sheets bietet da quasi die Schnellmöglichkeit, einmal die Fixierung wieder rückgängig zu machen mit keine Zeilen. Oder aber auch schnell zwei Zeilen zu fixieren. Wenn wir nach unten scrollen, sehen wir, Sprung 1 bleibt jetzt immer stehen. Und genauso würde das passieren, wenn wir zwei Spalten machen, dann bleibt die Höhe immer stehen. Aber ihr könnt auch unter Ansicht und Fixieren könnt ihr auch bis zur ausgewählten Zeile und bis zur ausgewählten Spalte eure Sache fixieren. Das heißt, wir könnten jetzt sowohl Sprung 1 bis Sprung 5 als auch die Höhe, Weite und die Luftfeuchtigkeit fixieren, wenn wir dann dementsprechend das Feld auswählen, dass alle Sprünge und alle Werte, die wir haben wollen, umfasst. Dann gehen wir auf Ansicht, bis zur ausgewählten Zeile, also bis Zeile 6 fixieren und nochmal extra auf bis zur ausgewählten Spalte, also bis zur Spalte D, bis zur Luftfeuchtigkeit auch fixieren. Und wir sehen jetzt auch hier wieder unsere grauen Linien. Wenn wir nach unten scrollen, sehen wir, dass Sprung 1 bis 5 fixiert ist. Und wenn wir dann natürlich nach rechts scrollen, Dann sehen wir auch, dass sowohl die Höhe, Weite und die Luftfeuchtigkeit auch fixiert sind. Und mit dieser Funktion fixieren könnt ihr in Google Sheets eure Tabellen so einstellen, dass sowohl die erste Zeile als auch die erste Spalte oder individuell, wie ihr es braucht,
die Spalten und Zeilen fixiert werden. Und somit könnt ihr optimal immer in großen Tabellen, die deutlich größer sind als der Monitor, schnell und effektiv Sachen suchen und nachschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und du konntest einiges lernen. Like das Video, wenn es dir gefallen hat. Abonniere meinen Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Hab noch einen schönen Tag. Ciao.